Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Mika Caravan bei uns auf dem Kanal in Denkespiel. Wir haben heute ein kleines technisches Video. Ich möchte euch zeigen, wie wir den Knaus fertig gemacht haben im Detail, weil da war echt viele knifflige Dinge dabei. Wir mussten Wechselrichter, Ladebooster, Solaranlage, also sprich Solarregler, alles unterm Sitz verbauen, alles verdammt eng. Und das möchte ich euch einfach zeigen, das möchte ich euch mal, da möchte ich euch mal teilhaben lassen, wie eng und wie knifflig die Situation war, also echt brutal. Es ist einfach sehenswert und ich muss auch wieder sagen, meine Jungs haben das wirklich super sauber hingekriegt und das wird heute ein Thema sein in dem Video. Und dann möchte ich euch noch ankündigen, beziehungsweise unsere Concorde. Das wird das nächste Video werden, weil die steht hier draußen vor der Tür. Die mache ich aktuell, ist die fertig. Die werden wir morgen verfilmen, denke ich. Und dann habe ich noch ein kleines Spezialthema. Das kommt aber dann nach dem Concorde. Da geht es dann nochmal um Solaranlagen, Hochvoltmodule, auch in Bezug mit der Concorde. Da werde ich auch schon mal Teil 1 so damit machen, weil da gibt es eine ganz interessante Sache, was ich da beobachtet habe. Und da möchte ich euch auf alle Fälle auch mit teilhaben lassen. Leider hat es ein bisschen gedauert, bis das nächste Video kommt, weil ich war die Woche jeden Abend die Schulbank drücken. Weil auch das ist immer wichtig, dass wir weiter Fortbildungen machen und uns weiterbilden, aber auch uns neue Scheine generieren. Was jetzt auch noch fällig war, habe ich zwar schon einen Mann, der das macht oder kann. Wir haben jetzt uns noch einen Airbag-Schein angeeignet. Ganz wichtig, weil ja auch bei Fiat Ducato oder bei anderen Fahrzeugen oft die Sitze demontiert werden. Und auch da greift man bereits in die Airbag-Thematik ein und muss ja die ganzen Stecker auseinanderziehen. Und dabei muss man bestimmte Vorkehrungen treffen, muss auch bestimmte Dinge beachten. Und ja, drum eignen wir uns eins nach dem anderen immer wieder neu an. Und drum war die Woche ein bisschen eng gestrickt, weil jeden Abend die Schulbank drücken und das in meinem Alter, das war gar nicht so leicht. Also, wir schauen in die Werkstatt und gucken uns den Knaus an. Bis gleich. So, hier haben wir einen wunderschönen Knaus. Und das ist ja schon ein bisschen ein besonderes Auto, weil hier haben wir schon einen extremen Umbau hinter uns oder schon fast hinter uns. Wir sind noch dabei, aber es ist so gut wie abgeschlossen. Von der Konstellation ist das Fahrzeug eigentlich für mich als Umbauer ein bisschen schlecht, weil ihr seht, hier ist wenig Platz, wenig Stauraum. Natürlich haben wir jetzt hier drüben das ganze Fach, bloß wir wollten dem Kunden natürlich auch so viel wie möglich Stauraum lassen. Zum nächsten haben wir das Problem, dass ursprünglich hier unten in dem Fach außenliegend die Batterie drin war. Also ihr seht, hier ist das Batteriefach gewesen. Das kann jetzt der Kunde als Schuhfach nutzen oder was auch immer. Und innen drin, unter den Fahrer- und Beifahrersitz, war alles leer. So, jetzt hatte ich das Problem, wenn ich hier unten die Batterien habe, bin ich hier unterhalb der Dinette. Also sprich, da unten drin. Da ist aber die Truma drin, da ist der Wassertank drin. Nach vorne ist das, sag ich jetzt einmal, das Sitzbrett rauszumachen für den zweiten Mitfahrer. Da kommt mir überhaupt nicht klar. Also haben wir uns entschieden, die komplette Technik unter den beiden Sitzen unterzubringen. Ja, wie schaut es jetzt aus? Folgendermaßen. Hier haben wir die zwei Akkus montiert. Zweimal 100 Amperestunden Lithium-Batterien von WCS. Und auf dem hübschen Stuhl hier haben wir den Rest verbaut. Das heißt, der Rest einmal Wechselrichter, hier seht ihr,
obendrauf eine Umkastung gebaut und dann den Solarregler und den Ladebooster obendrauf gesetzt. Der Vorteil ist jetzt einmal, hier haben wir die Lüftung vom Wechselrichter. Hier kann er schön rausblasen. Hier haben wir den Solarregler, die Rippen natürlich längs nach. Auch hier kann die Luft wunderschön abgeleitet werden. Und der Ladebooster hat ja hier auch zwei Ventilatoren. Auch er kann sauber hier rausblasen. Somit haben wir überhaupt keine Problematik von der Wärmeentwicklung. Hier haben wir sogar dann noch den Ausschnitt reingemacht, falls ihr das erkennen könnt. Das heißt, man kann den Deckel vom Wechselrichter auch noch aufmachen, wenn man da ran muss, oder eben zumachen. Das heißt, wenn man mal Wartungsarbeiten machen muss oder was umklemmen muss, kann man da jederzeit ran. Und hier haben wir natürlich dann unterm Sitz ein Bündel Kabel. Klar, die Kabel liegen halt mal da. Unterm Sitz ist es natürlich schon relativ viel. Und ich dachte aber, das ist die beste Lösung. Natürlich haben wir den Knopf für den Rapid hier rausgesetzt, ne, dass der Ladebooster, der Rapid, aktiviert werden kann, um dass man den dann auch sauber nutzen kann. Und ich denke, das ist echt eine coole Geschichte. Hier hat man Platz, hier sieht man dementsprechend, wie dann was verbaut ist, komprimiert auf den Sitzen, und ich verliere keinerlei Stauraum im Fahrzeug. Und das war mir wirklich wichtig. Jetzt schauen wir mal noch von innen hinten drauf. Dazu gehen wir einfach mal kurz ins Fahrzeug. Was wir auch gemacht haben bei dem Fahrzeug, ist eine Titronic-Anlage, Alarmanlage. Darum ist hier alles noch offen. Also ihr seht, hier ist noch alles geöffnet, weil wir hier nur ein paar Geräte und so weiter haben. Die müssen jetzt noch fixiert werden. Die müssen wir noch dementsprechend binden. Und dann gehen wir mal kurz ins Innere des Autos und schauen uns den Rest an. So schaut es jetzt außen, also von hinten aus. Da kommt natürlich dann auch der Deckel oben drauf. Da haben wir unsere zwei Verteilerboxen, die ganzen Sicherungen sitzen. Die Sicherungen müssen natürlich so gesetzt werden, dass die auch sinnhaft sind und dass man da auch rankommt. Dementsprechend, das ist natürlich ganz wichtig. Auf der anderen Seite haben wir die anderen Sicherungen sitzen. Die haben wir hier. Für unseren lasst mich drauf schauen, das sind die Hauptsicherung, genau, weil hier geht ja die ganze Verteilung noch weg. Alles schön beschriftet, damit auch jeder sich auskennt, falls da mal jemand ran muss und dementsprechend hier was machen muss. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist die 230 Volt Verteilung, da sind wir gerade dran. Das da ist der alte Ladebooster, der hier liegt, der kommt weg. Ja, und dann müssen wir noch die 230 Volt, genau, habe ich gerade gesagt. Und dann haben wir letztlich das Ganze schon vollbracht. Was heißt schon vollbracht? War echt heftig viel Arbeit, weil da steckt natürlich schon was drin. Ne? Also das ist schon richtig krass, bis hier so eine Installation um den Sitz fertig ist. Hier die fetten Kabel biegen, die ganzen Kabelschuhpressen, ist schon echt eine Nummer. Also das ist mal nicht eben in 5 Minuten gemacht. Also das muss man eigentlich schon mal, ja, muss man schon ganz klar sagen. Also das ist schon echt eine Nummer. Dann haben wir hier noch verbaut, voilà, eine Duo-Control. Es war eine Monocontrol drin, natürlich mit zwei Filtern und so weiter, wie es sich gehört. Auch die haben wir ergänzt. Dann haben wir hier auf der Seite noch ergänzt den Soak. Auch der wurde hier eingebaut. Brauchen wir nicht groß sagen, ist halt, haben wir mitgemacht. Und dann schauen wir mal aufs Dach, weil auch hier haben wir eine schöne Solaranlage verbaut. Einmal hier hinten eine Platte. Die hat sich angeboten, und dann haben wir die nächste Platte hier oben gemacht. Da haben wir vorne einen kompletten Spoiler rübergezogen, welcher den Windgeräuschen ganz klar hinten schön sauber aufgeklebt.
Die Kabelkanäle werden bei uns punktuell geklebt, damit auch das Wasser sauber runter kann. Ja, dann haben wir die MaxView-Antenne verbaut, auch die haben wir drin. Also ihr seht, das Fahrzeug hat schon echt viel bekommen. Hau ruck. Also insgesamt ist da schon echt was reingegangen. 3000er Kombi ist schon heftig. Zweimal zwei, also die 200 Amperestunden Lithium, Solaranlage. Also hier spricht einmal der Autarkie nicht mehr viel entgegen. Und hier oben haben wir noch das wunderschöne Display. War das nicht ein gigantischer Umbau? Also es ist schon echt knifflig, die ganzen Dinge da in den Kasten reinzubringen unter der Sitzbank oder unter dem Sessel. Also es ist schon echt verflucht eng. Und an was man da alles denken muss, die ganzen Sicherungen, alles absichern, die Halter, die Brettchen, es muss alles fixiert sein, es muss alles fest sein, die Abluft muss passen, die Querschnitte müssen passen. Heiland, zack. Also es ist schon echt knifflig und das ist das, was uns so viel Spaß macht. Einfach immer wieder neue Situationen, neue Herausforderungen annehmen und dementsprechend Lösungen finden, ist unser Thema und das macht uns echt richtig Spaß. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt es gern in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden einzelnen Kommentar von euch. Jetzt ist auch mein Schulbankdrücken vorbei. Jetzt wird es wieder mehr Videos geben. Ich habe mir schon ein paar Themen im Kopf zusammengesponnen. Anfang des Videos habe ich es ja schon mal angedeutet. Ich werde jetzt die Concorde fertig verfilmen, weil das ist ein richtiges Sahneschnittchen-Won. Zumindest sehe ich das so. Und dann werden wir noch über die Solaranlage reden, sprich über Hochvoltmodule, sprich über MPPT-Regler in dem Zusammenspiel. Warum, wieso, macht es Sinn? Reinschaltung, Parallelschaltung, immer wieder ein Riesenthema. Und auch dessen nehme ich mich an, weil ich da glaube, da gibt es auch viele Irrtümer im Netz und werden immer wieder viele Dinge erzählt, die, wie soll ich sagen, um es höflich auszudrücken, wirklich ein bisschen aus der Luft gegriffen sind. Die Zeit geht weiter, man entwickelt sich weiter und auch die Solarmodule und die Regler entwickeln sich weiter. Und ich glaube, da kann man einfach nicht mehr so standardmäßig sagen, ich mache alles nur in Parallelschaltung, weil alles, weil wir es können und weil das so passt. Quatsch, also finde ich absoluten Humbug, weil es gibt Situationen, da ist eine Parallelschaltung absolut angebracht, aber es gibt auch Situationen, da fährt man definitiv mit einer Reihenschaltung wesentlich besser, weil ich einfach viel mehr Energie vom Himmel hole und damit viel mehr Ertrag in meinem Akku bringe. Und warum und wieso, darauf gehen wir in den nächsten zwei Videos mal genauer ein. Und da nehme ich euch auf alle Fälle mit. Also, in diesem Sinn, passt auf euch auf. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund und treu. Über ein Like freue ich mich natürlich, genauso wie über ein Abo von euch. Und wir sehen uns im nächsten Video. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.